Südkorea-Interview mit Michael Emmerich vom FC Rot-Weiß Weilheim. Michael, scheiß Wetter heute, aber ein toller Tag für euch. 5-0 gegen Spielvereinigung Töschinger. Ganz wichtiger Sieg für euch, oder? Ja klar, aber wie die nächsten Spiele auch sein werden, natürlich ein 6-Punkte-Spiel für uns. Aha. Gegen direkte Konkurrent. Und wenn man dann da daheim 5-0 gewinnt, dann kann man heute schon mal glücklich sein und froh. Aber morgen geht es dann natürlich weiter auf die nächste Spiele. Aber ich denke schon, so 5-0 ist natürlich auch eine Ansage in dem Abstiegskampf. Wir sind ja nicht die Einzige, die unterm Strich steht. Also von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass man auch ein bisschen was mitnimmt an Selbstvertrauen, oder? Ja klar, das tut uns jetzt auf jeden Fall gut. Am Schluss von der Hinrunde haben wir ja 5-mal in Folge verloren. Mhm. Jetzt letzte Woche in Brombach haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Spiel gemacht. Wo wir 2-2 Spiele, wo wir eigentlich in der Schlussphase sehr auch gewinnen können. Das hat uns, glaube ich, allen einen Auftrieb gegeben. Und ja, die Vorbereitung war für unsere Verhältnisse ganz gut. Und es sind jetzt eben mit dem Claudi Flum, das ist ein ganz wichtiger Spieler, wieder zurückgekommen. Ja. Der Markus Flum kommt jetzt wieder in Form, hat heute Gott sei Dank seine ersten 2 Tore gemacht. Mhm. Wird uns in der nächsten Woche sicherlich weiterhelfen. Und ich denke, wir können jetzt nach vorne schauen. Durch den Sieg sind wir jetzt wieder Mitte drin. Und ja, klar, Ziel ist natürlich der Nichtabstieg. Klar, eben abschreiben darf man nicht. Die erste Halbzeit, 3 Tore für FC Rot-Weiß Weilheim und alle 3 warst du irgendwie beteiligt. War für dich selber heute auch ein richtiges, tolles Spiel oder zumindest mal die erste Halbzeit? Wie hast du es auf dem Platz erlebt? Ja, doch, es hat natürlich sehr gut angefangen mit dem Eckball, der auch glücklich direkt reingeflogen ist. Ja, war aber schon, also ich würde jetzt mal behaupten, war schon ein Stück Absicht hinter den Ding dann hinter reinzudrehen, nachdem die ersten 2 Versuche, es waren ja 3 Ecke am Stück, ja. Die ersten 2 Versuche sind ja ein wenig verpufft und war da Absicht dahinter? Dass nee, ich wollte ihn schon zum Mitspieler bringen eigentlich, ja. Aber ich habe dann schon, als er vom Fuß weggegangen ist, habe ich schon gemerkt, dass er gefährlich werden könnte. Okay, passt natürlich perfekt. Dann das zweite war der Freistoß, der dann zum Eigentor verlängert wird. Ja. Spekuliert man dann, oder? Denke ich mal. Ja, genau. Ja, war auch sicherlich ein Glück da, aber ich denke, wenn er ihn nicht reinmacht, dann steht von uns steht auch eine zweite hinter, okay. Wo der Ball dann reinköpfen kann. Trotzdem haben wir dann in der Folge ein bisschen den Faden verloren. Haben uns ein bisschen zu sehr auf das Spiel von Nubo Töschinger einlassen, die viel mit lange Bälle gespielt haben. Aber dann natürlich mit dem Konter, wo dann der Belly Gunkel super abschließt, haben wir dann mit 3-0 auch wieder Ruhe ins Spiel reingebracht. Auch von dir eingeleitet, muss man ja schon erwähnen. Also es war ja an dem Tor war schon auch beteiligt. Ja. Aber mit dem 3-0 war es eigentlich auch noch nicht gegessen. Also wenn ich sehe, wie er dann aus der Pause kommt mit dem 3-0 in die Rücke, erst beim 4-0 hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist es erledigt, oder? Ja, klar, man muss halt auch sagen, die Wutöschinger ist halt auch eine Mannschaft, die nie aufgibt, die immer füreinander kämpft. Das hat man auch heute wieder gesehen. Also die haben auch nach dem 3-0 noch dran geglaubt. Und wie gesagt, wir stehen auch ganz unten drin. Und da ist klar, dass das hundertprozentige Selbstvertrauen auch noch nicht da ist. Aber jetzt mal 3 Punkte. War es jetzt der Start von der Aufholjagd? Ist natürlich schwierig, das zu prophezeien, aber man hat schon Selbstvertrauen getankt, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Und wir wissen auch, dass wir jetzt in der Rückrunde fast in dem Spiel punkten müssen. Damit wir den Nichtabstieg schaffen, weil die anderen Konkurrenten unterschlafen auch nicht, haben alle aufgerüstet. Aber eben, wie gesagt, wir haben auch mit dem Benny Gunkel jetzt einen super Neuzugang gekriegt, wo uns sehr weiterhilft. Und ja, wenn wir so weiterspielen wie heute und auch letzte Woche vom Team her, dann bin ich mir sicher, dass wir das auch schaffen können. Okay. Dann wünsche ich dir und deiner Mannschaft für die Rückrunde viel Erfolg. Danke.